So, jetzt gibt es einen Smoothie und ja, Gartensaison hat begonnen. Und das hier Postelein, Petersilie und Vogelmiere. Und dazu gibt es jetzt noch ein paar frische Beeren und, nee, nicht frisch, gefrorene Beeren. Gefrorene Beeren, ein paar Bananen und ja, das ist jetzt auch jetzt ein Abendsmoothie. So, jetzt gibt es einen kleinen Salat von einer kleinen Frau. Ja, die Chiara hat das hier alles geschnibbelt und das ist jetzt ein schöner Salat für uns. Und ich kann die Schüssel nur empfehlen, ich verlinke die euch mal unten. Das ist wirklich meine absolute Lieblingsschüssel geworden. Ist total billig. Ich weiß nicht mal, was sie kostet, hat irgendwie 12 Euro, aber das ist ein riesen Ding. Und ja, schön aus Metall. Richtig geil. Und in dem Salat drin ist ja echt total viel. Und jetzt gibt es einen Smoothie mit frischen Korün aus dem Garten, aber trotzdem noch Grünkohlsprossen und alles, was zum guten Smoothie dazugehört. Den gibt's jetzt. So, ich bin unterwegs und ja, habe mir jetzt eine Mango, eine Grapefruit und eine Orange gekauft und werde die jetzt schnabulieren. So, jetzt gibt es mal wieder Kochkost bei mir und zwar vom Gast. Das ist meistens so, wenn ein Gast ist, dann kredenze ich mal was Leckeres. Da sind Käse, speckige Rauchbohnen mit ja, gegrillten Bohnen mit Mais und Champignons und so weiter. Na ja, das gibt's jetzt. Nach meiner Reise in den Wald ist das mein Willkommensmusi. Der erste Morgen wieder mit Smoothie. Extra lecker. So, jetzt gibt es zwei Pampelmusen oder Grapefruits. Ist nicht dasselbe, aber ich weiß nicht, was ist, ob es Pampelmuse oder Grapefruit ist. Und am Morgen gibt es wieder einen Calcium-Smoothie heute. Direkt mit Mohn und mit Sesam zugepfeffert. Ja, weil die letzten Tage war nicht so kalziumreich. Von daher gibt es jetzt einen Calcium-Smoothie. So, jetzt gibt es eine Wanderung quasi. Wir testen heute mal 30 Kilometer zu laufen. Und ja, seht ihr, was es hier gibt. Auch Brot ist dabei. Und ja, Olivengurken. Dann Wasser aus dem Klo. Ja, das gibt es jetzt. Und jetzt gibt es Rohkost-Sushi mit Blumenkohl, Reis statt normalen Reis. Und jetzt gibt es auch mal ein Zwischendurch-Smoothie, weil ich einfach Appetit auf einen Smoothie habe. Jetzt gibt es einen Bananen-Smoothie Slush, nenne ich das einfach mal. Das ist so ein Slush-Becher. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da kann man Slush mitmachen. Das, was es immer auf dem Jahrmärkten gibt. Indem man einfach Saft hier reintut und das dann ja außen anfrieren lässt und immer abkratzt. Und ja, dann wird halt so ein Banana-Split-Slush hier draus. Das ist, glaube ich, einfach zu kompliziert, das soll ich jetzt erklären. Aber ich verlinke euch das Ding vielleicht mal, dann wisst ihr, was ich meine. Auf jeden Fall gibt es das jetzt. Und zum Morgen gibt es einen Smoothie. Vollgepackt mit leckeren Sachen, insbesondere heute auch ein paar Datteln, weil heute mag ich es mal ein bisschen süßer. Und jetzt gibt es frisches Wildgrün. Und so wild ist es gar nicht, weil es aus meinem Garten. Aber was geht jetzt los? Und hier ist auch einer mit mir zusammen. Hallo Hummel. Genau. Und jetzt, ja, lasse ich es mir gut gehen. Vogelmiere und Postelein ist das. Das ist halt das, was ich angebaut habe. Und ja, hier unten geht es übrigens weiter. Das lasse ich mir jetzt schmecken. So, ich schnabuliere jetzt gerade ein bisschen im Garten. Das ist jetzt grüner Spargel, der kommt. Dazu habe ich noch ein bisschen Postelein gegessen und ein bisschen Girsch, das war auch in meinem Garten. Das nochmal so als Info. Aber das sage ich nicht jedes Mal, wenn ich irgendwo ein bisschen Wildgrün am Wegesrand esse oder im Garten. Jetzt gibt es Paranüsse und Bananen. Super Kombination. Manchmal esse ich auch am Tag so eine Banane und ein Paranuss. Nehme ich auch nicht immer auf.